Es gibt ja bei jedem von uns im Leben im Grunde einen Menschen, mit dem wir besonders eng zusammenleben. Viel enger als mit dem liebsten Partner. Und das sind wir selbst. Nun sollte man ja glauben, dass wir es mit dem Menschen, der uns am nächsten steht, ja auch besonders gut meinen. Aber die Erfahrung zeigt, dass wir mit uns selbst oft sehr hart ins Gericht gehen. Wir verurteilen uns, wir sind unversöhnlich uns selbst gegenüber, wir verzeihen uns kaum eine Schwäche und innerlich nörgeln wir ständig an uns herum. Kennen Sie das eigentlich auch? Das ist die Frage, über die wir mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Mein Gast und Ihr Gesprächspartner ist heute der Konstanzer Psychologe und Psychotherapeut Andreas Knuf, der das auch kennt und der ein Buch geschrieben hat, das von Anfang bis Ende ein Plädoyer dafür ist, dass wir liebevoller zu uns selbst sind. Sei nicht so hart zu dir selbst, heißt das Buch. Und es geht darum, um das Thema, das uns heute beschäftigen soll, das Selbstmitgefühl. Andreas Knuf, herzlich willkommen bei Lebenswert. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Knuf, wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit dem Selbstmitgefühl zu beschäftigen? Also ich habe schon vor vielleicht 20 Jahren angefangen, mich mit einem freundlichen Umgang mit sich selber zu beschäftigen. Vor allen Dingen deshalb, weil ich mit mir nicht sehr freundlich umgegangen bin. Mhm. Ich war oft sehr kritisch, ich war sehr perfektionistisch. Mir fiel es schwer, mich über Dinge zu freuen. Ich wollte immer irgendwie besser sein und so weiter und so weiter. Und dann habe ich angefangen zu schauen, wie dein freundlicher Umgang mit sich selber ausschauen kann. Damals war das in der Psychotherapie-Szene vor allen Dingen die Arbeit mit dem inneren Kind, mit dem sich viele Therapeuten beschäftigt haben. Später bin ich dann auf die Achtsamkeitsbewegung gestoßen. Das ist eine Bewegung, die im Moment ziemlich in ist und sehr viel Interesse auf sich zieht. Und ein Element der Achtsamkeitsbewegung ist Selbstmitgefühl. Also ein freundlicher Umgang mit sich selber und noch ein paar Dinge da drumherum sozusagen. Über die wir sprechen werden heute Nachmittag. Und es ist ein Begriff, der hört sich einfach an, Selbstmitgefühl. Mitgefühl, ja, das können wir alle entwickeln, aber es ist vielleicht doch gar nicht so einfach, dieses Selbstmitgefühl mit sich selbst zu entwickeln. Aber da gibt es Hinweise und Wege und wir sind natürlich auch gespannt, was Ihnen an Erfahrungen dazu in Ihrem Leben begegnet ist. Andreas Knuf ist hier in Lebenswert Ihr Gesprächspartner dazu. Und vielleicht notieren Sie sich auch schon mal unsere Telefonnummer im Studio 069 155 6126. Kennen Sie diesen Dauernörgler in sich selbst auch, der immer wieder auf mich selbst, auf Sie selbst eindrischt? Und wie gehen Sie mit dem um? Und sagt Ihnen dieses noch vielleicht für Sie auch etwas sperrige Wort, Selbstmitgefühl etwas. Herr Knuf, unfreundlich mit sich umgehen, Sie haben ja eben kurz angerissen, was das für Sie so bedeutet hat. Wie verbreitet ist das eigentlich? Also ich sage gerne, das ist das Volksleiden Nummer eins. Also da sind, da sind ganz schön viele Menschen von betroffen, vielleicht fast alle. Es ist nicht so, dass wir das alle merken, weil das sind natürlich oft sehr unbewusst ablaufende Prozesse. Das ist auch so, wenn man das schon viele Jahre macht, wenn das so selbstverständlich geworden ist, dann ist es so ähnlich wie ein Kühlschrank in der Wohnung, den man gar nicht mehr hört, aber es ist trotzdem da. Und manchmal ist es so in so etwas schwierigeren Situationen, da merkt man das. So ein Beispiel, was ich meinen Klienten immer erzähle, ist, wenn man so einen kleinen Bagatellunfall hatte, wenn man irgendwie beim rückwärts ausparken, irgendwas gerammt hat und dann merkt man halt, oh, da ist was kaputt gegangen an der Stoßstange, dann fährt man in die Werkstatt und die sagen, oh, das kostet locker 1.000 Euro und die Versicherung zahlt es nicht. So, und dann kommt der entscheidende Punkt, was mache ich dann, wie gehe ich dann mit mir um? Kann ich mir dann sagen, Mensch, verdammt nochmal, blöd gelaufen, aber so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Oder liege ich abends im Bett und sage mir, das hätte nicht passieren dürfen. Wieso hast du dich nicht umgedreht? Du hättest gucken müssen. Das kann doch nicht sein. So ein Mist. Ja. Und das sage ich mir dann oft nicht nur einmal oder zweimal oder fünfmal, sondern das kann sein, dass da eine halbe schlaflose Nacht bei rauskommt. Mhm. Oder was ich in den letzten Jahren immer mehr merke, ist, wie wir Menschen unsere eigenen Grenzen nicht mehr mitkriegen. Also ständig über unsere Belastungsgrenzen gehen, hier noch mehr, da noch mehr. Ja, und dann landen wir nachher im Burnout oder in der Erschöpfung oder das Leben macht keinen Spaß mehr. Und dahinter steckt natürlich auch oft
so eine Antreiberstimme, so eine Perfektionismusstimme, so ein, du musst noch mehr, du musst besser sein, du musst dich mehr anstrengen. Und das kennen, glaube ich, eigentlich fast alle. Mhm. Also gerade in den Situationen, wo man es ja eigentlich am meisten bräuchte, das heißt, dass uns einer mal gut zuspricht, hört diese Nörgelstimme dann nicht auf, sondern im Gegenteil. Das kennen die meisten Menschen auch. Ne? Wenn es einem gut geht, dann kriegt man es noch hin, gut mit sich zu reden und Dinge zu tun, die einem gut tun. Die Leute gehen dann zum Yoga oder was auch immer für sie gut ist. So. Und wenn es uns schlecht geht, dann machen wir nichts mehr davon. Mhm. Dann fangen wir an, unfreundlich mit uns umzugehen. Dann schlagen wir auf uns drauf. Das ist ganz schön gemein, ne? Weil in der Situation, wo man eigentlich am meisten Hilfe und inneren Beistand bräuchte, sind wir sozusagen am fiesesten zu uns. Also das kommt mir vor wie so eine ungünstige Langspielplatte, die irgendwann mal aufgelegt wurde und die dann im Grunde fast ein ganzes Leben lang spielt. Und Sie sagen, das Schlimme ist eben noch, man hat es gar nicht immer bewusst. Welche Nörgelthemen sind denn auf den Rillen dieser Langspielplatte so drauf, Ihrer Erfahrung nach? Ja, das ist halt unterschiedlich. Das hängt davon ab, was ich gelernt habe, in welcher Kultur ich aufgewachsen bin, was meine Eltern zu mir gesagt haben, weil viele Dinge, die ich mir als Erwachsener selber sage, die habe ich mir ja nicht selber ausgedacht, sondern die hat mir irgendwann mal jemand ins Ohr geflüstert und dann habe ich die irgendwann selber übernommen, ne? Aber bei uns, viele von diesen kritischen Stimmen haben natürlich etwas mit Leistung zu tun, etwas mit machen müssen, ja, also ganz viele Leute kennen das, bevor man sich aufs Sofa setzen darf und ein Buch lesen darf oder jetzt an so einem schönen Tag wie heute im Garten liegen darf, muss man erst noch, und dann kommt die Liste, ne? Den Rasen gemäht haben, die Wohnung geputzt haben, mit den Kindern das und das gemacht haben, die Steuer noch erledigt haben oder was auch immer, ja. Und auch das ist, glaube ich, ziemlich verbreitet. Mhm. Diese Themen, wo wir sagen, ach, da bist du nicht gut genug, nicht leistungsfähig genug, das sind alles ja auch Ideale, die man mit sich rumschleppt, wo man im Grunde so eine Latte aufhängt innerlich und immer wieder sich selbst im Grunde bestätigt, du schaffst es nicht, über diese Latte zu kommen, nicht? Ja, das sind Ideale und das sind natürlich Vergleiche mit anderen Menschen, ne? Und eine tragische Sache ist, dass diese Ideale und diese Vergleiche in unserer Kultur, würde ich sagen, nicht weniger werden, sondern eigentlich sogar noch mehr werden. Ja, die Messlatte hängt immer höher. Es gibt Soziologen, die sprechen von einer Kultur des Perfektionismus, in der wir leben. Ja, das Kind muss Abitur machen. Ja, man muss zweimal oder dreimal im Jahr in den Urlaub fahren und nicht nur in den Harz, sondern da sollte auch schon eine Fernreise mit dabei sein. Und eigentlich machen wir diese Dinge ja, weil wir möchten, dass es uns gut geht. Und in Wirklichkeit kommt das Gegenteil dabei heraus. Mhm. Wir sind gestresst, ne? Wir können zum Beispiel dieses Burnout, wir können das nicht nur den Arbeitgebern in die Schuhe schieben, die versuchen, aus ihren Mitarbeitern alles rauszuquetschen, sondern wir sind das selber. Wir machen uns Freizeitstress und wir sagen, das muss noch sein und das muss noch sein. Und es gibt genug Leute, die fahren in die Ferien und sind maßlos gestresst und eigentlich wäre es viel besser, sie würden eine Woche zu Hause bleiben und gar nichts tun, anstatt sich in den Flieger zu setzen. Und wenn wir unserem inneren Nörgler so zuhören, dann sagt er doch eigentlich immer, Mensch, du müsstest eigentlich anders sein, du müsstest irgendwie dich verändern. Und gerade sozusagen, wenn man, je mehr man sich annörgelt, desto schwieriger wird es ja offenbar, sich auch zu verändern, oder? Ja, der Nörgler, der möchte uns ja eigentlich helfen. Das ist ja in Wirklichkeit, ist das ja kein böser Zeitgenosse, der uns irgendwie schaden will oder so. Der möchte eigentlich uns helfen, dass wir ein zufriedenes Leben führen. Das Problem ist nur, das, was er uns dafür empfiehlt und die Tricks oder die Strategien, die er hat, die funktionieren nicht wirklich, sondern machen uns oft sogar noch mehr Stress und erschöpfen uns und führen dann manchmal dazu, dass das Leben gar keine richtige Freude mehr macht. Mhm. Ein Aspekt dieser inneren Selbstgespräche, dieses sich selbst immer annörgeln, ist, dass mit diesen Nörgeleien ja auch verbunden ist, dass man sich immer auch die Schuld dafür gibt.
dass man etwas nicht erreicht oder sowas. Also das heißt, man ist immer auch sofort bereit, nicht nur zu sagen, du erreichst etwas nicht, sondern du bist auch noch schuld. Was ist das für eine zusätzliche Dimension, die in diesen Selbstgesprächen da dann hinzukommt? Ja, das ist natürlich fürchterlich. Ne? Wir fühlen uns schuldig, ne? Wir schämen uns. Die Folge davon ist, wir strengen uns noch mehr an. Ne? Das kann zum Beispiel sein, ich bin eigentlich schon in der Belastungsgrenze. Und dann sagt die innere Stimme, nee, das war nicht gut genug, ne, das muss noch besser sein, da kannst du noch mehr machen oder so. Ja, und dann ist klar, wir versuchen diese unangenehme Empfindung, die durch Schuld und Scham ausgelöst wird, versuchen wir aus dem Weg zu gehen und dann stressen wir uns eben unter Umständen sogar noch mehr. Mhm. Aber Sie sagen, Herr Knuf, es ist Licht am Tunnel, so sehr wir das alle kennen, der Terror kann ein Ende finden und wenn wir diesen Kampf endlich aufhören, also gegen uns selber anzukämpfen, dann kommt eine große Entspannung. Wann findet der Terror, den der Nörgler in uns anrichtet, ein Ende? Ja, das ist aber eine ganz schön schwierige Frage. Also ich bin da seit 20 Jahren mit beschäftigt. Und okay. Also bei mir ist das so, da hat sich schon eine ganze Menge verändert, aber es ist nicht so, dass der Terror aufgehört hat. Der kommt immer wieder mal. Aber Sie gehören nicht zu den Psychologen, die sagen, es ist eigentlich ganz einfach, wir kriegen das schon hin. Nein, das ist total tragisch, weil wer das sagt, das sagen jetzt vielleicht, weiß ich nicht, gar nicht so viele Psychologen, aber in Ratgeberbüchern ist das oft zu lesen. Man muss irgendwie nur anders denken oder irgendwie so etwas. Wer das sagt, der macht sich meiner Meinung nach schuldig, weil was passiert ist, es ist ja nicht so einfach. Das heißt, ich kriege das nicht hin, was ich versuche umzusetzen. Ich scheitere dabei. So, und was mache ich dann mit mir selber? Ich verurteile mich dafür, dass ich gescheitert bin. Also ich sage mir, ja, jetzt hast du doch noch nicht positiv genug gedacht oder das und das hättest du noch anders machen müssen oder du weißt doch eigentlich, was du tun musst, sagen viele meiner Klienten, ich weiß doch eigentlich, was ich tun muss und ich Trottel, ich krieg's wieder nicht auf die Reihe. Also Selbstverurteilung. Und was wir heute wissen ist, die Folge von Selbstverurteilung ist, dass es uns noch schwerer fällt, das Ziel zu erreichen, was uns ein Anliegen ist. Also diese Idee, die viele Menschen im Kopf haben, man muss sich nur ordentlich an die Kandare nehmen, man muss streng mit sich sein, dann erreicht man das schon. Das deckt sich nicht mit den Studien, sondern die Studien sagen genau das Gegenteil. Wer freundlich mit sich umgehen kann, der kann es sich auch verzeihen, wenn was mal nicht klappt und kann dann an seinem Ziel oder an dem, was ihm ein Anliegen ist, weiterarbeiten. Mhm. Und diese Nummer gewählt hat Herr Sohn, den darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen als ersten Gesprächspartner heute Nachmittag. Hallo Herr Sohn. Ja, schönen guten Tag Herr Hofmeister, guten Tag Herr Knuf. Guten Tag. Schön, dass Sie uns anrufen. Was ist so Ihr Punkt, der Sie gleich angeregt hat, bei uns hier in die Sendung zu kommen? Ja, ich musste da an meine eigene berufliche Laufbahn denken. Also das Wort Selbstmitgefühl hat bei mir nie eine Rolle gespielt. Also ich habe das Wort Selbstwertgefühl immer an oberste Stelle gestellt, war lange Zeit Sozialpädagoge, habe in Heimen gearbeitet für Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Erkrankung und war dann nur zufrieden, wenn ich nicht 80, nicht 90, nicht 100% geben konnte, sondern bei mir mussten es dann gleich 120% sein oder 110%. Und das kam dann irgendwann mal wie ein Bumerang auf mich selbst zurück. Mhm. Ja. Und das ging so weit, dass ich selbst psychisch schwer krank geworden bin. Und habe es dann wirklich auch gemerkt, dass es eben jetzt nicht mehr so weitergeht. Ja. Ja. Also Sie haben das ja vorhin am Anfang angesprochen mit dem Selbstwertgefühl, ne? Ja. Mir ging das auch so. Ich habe 15 Jahre im Psychiatriebereich gearbeitet und ich habe auch fast die ganze Zeit mit dem Selbstwertkonzept gearbeitet. Wir haben versucht, das Selbstwert unserer Klienten zu fördern, dass Klienten verstehen, worauf sie stolz sind, was sie besonders gut können, was ihnen gelungen ist und so weiter. Und lange war dieses Selbstwertkonzept ja sozusagen das Nonplusultra der psychosozialen Arbeit. Und in den letzten Jahren ist das ein bisschen ins Wanken geraten.
dieses Konzept, weil man zum Beispiel gesehen hat, dass es ein Schönwetterkonzept ist, sagen wir heute. Also wenn es einem gut geht, dann kann man auf das Selbstwertkonzept setzen. Also dann kann man sich sagen, Mensch, das und das habe ich geschafft und das ist mir gelungen. Mensch, richtig toll. Von außen kriegt man auch dieses Feedback, toll gemacht. So. Und wenn dann aber im Leben irgendwas passiert, wo es nicht mehr toll läuft, dann sieht es übel aus. Weil dann bricht also das... Also bei mir... Ja, ja? Also bei mir war es so, mir ging es privat nur dann gut, wenn es mir auch beruflich gut ging. Ja, genau. Ja. So, und dann gibt es aber zwangsläufig irgendwann mal eine Zeit, wo das nicht mehr klappt. Weil es einem alles zu viel ist oder weil es einfach nicht so gut läuft oder weil es Konflikte im Team gibt oder was auch immer. Und die Frage ist, wie kann man dann mit sich umgehen? Und da tut dieses Selbstmitgefühl den Blick drauf, weil wenn ich dann freundlich mit mir umgehen kann, wenn ich mir dann sagen kann, Mensch, das gehört halt auch zum Leben dazu, jetzt läuft es halt gerade nicht so gut. Dann ist es natürlich ganz anders, als wenn ich mir innerlich sage, nee, du musst ran, du musst es schaffen, du musst wieder deine alte Form erreichen. Bisher hat es doch auch geklappt. Irgendwie musst du das doch hinkriegen, weil dann gehe ich total über meine Belastungsgrenze und dann breche ich irgendwann mal zusammen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie sind da in so eine Art Burnout-Zustand geraten eigentlich. Und die ja gut, nur damals, oder das war in den 80er Jahren, letzten Jahrhundert. Ja, dann nannte man das noch nicht so. Nein. Also ich habe nur daran gemerkt, bei mir war es ja ganz schlimm, ich habe das dann als meinen persönlichen Chaotenkopf formuliert. Ich konnte nicht mehr so arbeiten, wie ich wollte und habe dann selbst gekündigt. Ne? Ja, ja. Und das war dann das Ende vom Lied, ja. Und dann bin ich eingewiesen worden in die Psychiatrie und da hat mir ein Psychologe gesagt, der sehr gut war, hat dann zu mir gesagt, die sind der Prototyp des hilflosen Helfers. Ja. Haben Sie durch diese Erfahrung, die Sie gemacht haben, wie Sie sagen, ist ja schon einige Zeit her, dann so ein neues Konzept für sich entwickelt und spielte da vielleicht das Mitgefühl mit sich selbst eine Rolle? Sind Sie da einen Schritt weitergekommen? Überhaupt nicht. Mhm. Im Gegenteil, ich habe mich von der Psychiatrie aus, von der Klinik aus, in einer anderen Einrichtung beworben, bin da sofort genommen worden und habe das gleiche Spiel sofort gewonnen. Ja. Wissen Sie, ich kenne das so gut, weil ich das so oft höre und gerade von uns Männern. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das bei den Frauen nicht auch gibt, aber bei uns Männern ist das natürlich sehr verbreitet, ne? Weil wir haben dieses beruflich etwas leisten müssen, das Geld verdienen müssen, erfolgreich sein müssen, Anerkennung bekommen müssen und da zurücktreten zu können, sich zu sagen, nee, das geht jetzt einfach nicht mehr, das ist ja zu viel, ich wiederhole das doch jetzt nicht nochmal, ich weiß doch, wo das endet, das fällt uns unglaublich schwer. Ne? Und, bei mir war dann der Endpunkt erreicht, wo ich sonntagsmorgens beim Zimmerdurchgang eine Bewohnerin leblos im Bett gefunden habe und da ging gar nichts mehr. Ja, das ist ja auch eine schreckliche Erfahrung. Also das ist ja... Herr Sohn, haben Sie vielen Dank, dass Sie für uns mit dieser Erfahrung geholfen haben. Selbst Mitgefühl auf der einen Seite und dieses Selbstwertkonzept, also das, was uns beides sozusagen aufrechterhalten kann eigentlich, aber eben was auch bestimmte Grenzen hat, dass Sie uns das mal in Ihrer von Ihrem Leben her ein bisschen... klarer gemacht haben. Herr Knuff, Sie wollten gerade noch etwas sagen? Ja, ich würde gerne noch mal ein paar Sätze zu dieser Unterscheidung von Selbstwertgefühl und Selbstmitgefühl sagen, weil ich glaube, dass das sehr zentral ist. Und zwar glaube ich vor allen Dingen, dass das so zentral ist, weil dieses Selbstwertkonzept, dieses Selbstwertgefühl, das ist so sehr in unser aller Köpfe drin und in der ganzen Kultur drin, dass wir uns vergleichen mit den anderen, dass wir schauen, wo stehe ich in Bezug auf Job, auf Erfolg, auf Familie, auf Kinder, auf Geld verdienen, auf Größe vom Haus und was da alles noch dazu gehört. Und wir sehen gerade im amerikanischen Vorwahlkampf, sehen wir gerade, wohin ein sehr ungutes Selbstwertgefühl führen kann. Und das sagen uns auch eine ganze Menge Studien, die zeigen nämlich, da kann ein Narzissmus bei rauskommen,
Also eine Selbstüberhöhung kann dabei rauskommen. Wir sind nicht mehr so empathiefähig, wir können uns nicht mehr so gut in andere einfühlen, weil es immer nur um uns geht. Das ist dieses Ich, ne? Ja, wir können mit Kritik nicht so gut umgehen, weil die trifft uns sehr hart, die reduziert unser Selbstwertgefühl sofort. Und wenn irgendwas Ungünstiges passiert, dann geht das Selbstwertgefühl halt sofort den Bach runter. Deshalb habe ich vorhin gesagt, Schönwettergefühl. Und selbst Mitgefühl. Wie in Beton gegossen, sagte der Herr Sohn noch. Ja, das ist seine Erfahrung. Ja. Herr Knuff, lassen Sie uns an der Stelle gerade noch mal einen Schritt weitergehen. Wir haben eine Hörerin, die auch zu Wort kommen möchte, schon gleich in dieser frühen Stunde unserer Gesprächssendung. Es ist Frau Wasmut, die möchte ich jetzt zunächst auch hineinnehmen und begrüßen. Ihnen einen schönen guten Nachmittag. Frau Wasmut, sind Sie dran und hören Sie? Ja. Ja, was bringen Sie, wir haben jetzt eben sehr viel über Selbstwertgefühl gesprochen, aber lassen Sie sich davon nicht beeindrucken und bringen Sie einfach mal ganz frisch Ihre Erfahrung ein. Was hat Sie in der Eröffnung unserer Sendung jetzt besonders angesprochen und was hat Ihre Erfahrung sozusagen provoziert, dass Sie angerufen haben? Ja, also ich habe mich gerade vor einer kleinen Weile ausgeschlafen, das heißt, ich habe mir eine Stunde Schlaf gegönnt und wache auf und gucke auf etwas drauf und sage, ja, das hast du auch noch nicht gemacht. Hausarbeit oder sowas. Weil ich gedacht habe, ich muss mir endlich mal deine Haare waschen. Dann komme ich ins Bad, da habe ich das Radio laufen und dann hieß es, dieses Thema. Oh, gedacht, Volltreffer. Passt ja wieder Nagel. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist eigentlich, wie Sie an einer Stelle schon gesagt haben, tragisch fast. Das führt zu Selbstmordgedanken. Da denkt man, man ist so wenig wert, dass man denkt, was willst du eigentlich noch auf der Welt? Ja. Das ist schlimm. Ja. Also das kann zu Selbstmordgedanken führen. Wir wissen, das kann zu Depressionen führen, das kann zu Angststörungen führen. Also das Selbstbewusstsein sinkt natürlich. Man traut sich nichts mehr zu. Das Leben macht einfach keinen Spaß mehr. Wir kämpfen eher im Leben. Das äußert sich dann in so einer Anspannung, Unruhe, so einem Getriebensein, so einer Hektik. Ja? Weil in unserem Kopf ist ja auch unglaublich viel los. Da kommt ja ständig der nächste Befehl sozusagen. Ja? Du musst das noch erledigen und das noch erledigen und das noch erledigen und das ist auch noch nicht fertig. Ne? Ja. Und dann war ja die Frage, wie geht man damit um? Genau. Ja, das ist natürlich eine ganz große Schwierigkeit. Also ich habe in der Zwischenzeit sozusagen aufgegeben, damit umzugehen. Ich habe an irgendeiner Stelle gesagt, alles, was ich noch tun müsste, kann ich ja gar nicht. Ist ja unmöglich. Ja. Also werde ich mich jetzt einfach bemühen zu sagen, der heutige Tag ist heute und was vergangen ist vergangen. Und was denn das kommt, das weiß ich nicht. Ja. Aber das ist doch wunderbar, was Sie da gerade schildern. Das ist doch besser, geht es doch überhaupt nicht. Ja, aber das ist im Moment das, was mir hilft. Ja. Aber wie gesagt, es passiert mir dauernd wieder, dass ich da sage, oh, jetzt hast du das noch wieder nicht gemacht und so. Ne? Ja. Wissen Sie, meine Erfahrung ist, diese Gedanken, die kommen weiterhin. Das ist ein autonomer Prozess. Wir machen uns ja nicht die Gedanken. Wir sagen ja auch, mir ist der Gedanke gekommen oder mir ist eingefallen, das. Ne? Der Gedanke, der kommt. Aber der entscheidende Punkt ist, was wir dann machen. Ob wir dem Gedanken glauben und ihm folgen oder ob wir wahrnehmen können, aha, da ist es schon wieder, das kenne ich doch, das ist doch eine alte Schallplatte, die habe ich doch schon 7500 Mal gehört. Ne? Ich erzähle meinen Klienten gerne ein Beispiel. Wenn man Werbung schaut, wenn man vorm Fernseher sitzt und man schaut irgendwelche Werbung oder man hört Werbung am Radio, dann macht man sich ja nicht eine Liste und schreibt die ganzen Sachen auf, um dann gleich in den Supermarkt zu rennen und das alles zu besorgen. Sondern man sitzt da und kriegt mit, aha, da ist die Werbung, jetzt hoffe ich mal, dass die bald zu Ende ist, weil eigentlich habe ich mich ja nicht hier hingesetzt, um der Werbung zuzuhören, sondern weil ich irgendwie der Sendung zuhören wollte. Also da haben wir ganz natürlich einen inneren Abstand dazu. Und wenn wir das mit unseren Gedanken, die einen Selbstbezug haben, also die was über uns selber sagen, wenn wir das auch hinkriegen, das ist wunderbar. Und das ist eigentlich genau das, was Sie da jetzt gerade beschrieben haben. Sie haben gesagt, das kann ich alles nicht mehr schaffen. Jetzt ist einfach der Tag heute und heute
mache ich, was möglich ist und ich übertreibe es damit auch nicht und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Ja, ja. Ja, ja. Und ich bei mir ist es auch so, wenn ich so in Richtung depressive Gedanken komme, dann, wenn ich das rechtzeitig merke, dann muss ich raus. Ja. Einfach sozusagen andere Gedanken in den Kopf kriegen. Ja, ja. Damit ich da nicht drin versacke. Ja, ja. Das ist der Klassiker, ne? Das haben, ist die wirkungsvollste Strategie bei den meisten Menschen. Die Leute sagen, ich muss auslüften, ne? Ich muss mich bewegen, am besten in die Natur gehen. Wenn ich zu Hause bleibe, der ungünstigste Fall ist, ich lege mich ins Bett, wo ich mich auch nicht mehr bewegen kann. Dann kann die Energie nirgendwo hin und dann geht dieses Grübeln los. Und wir grübeln ja in der Regel nicht über die schönen Dinge des Lebens nach, sondern über die schwierigen, über die Risiken, über die Probleme, über die heiklen Situationen der Zukunft und so weiter. Und wenn man das eine halbe Stunde macht, dann kann man fix und fertig sein für den Rest des Tages, oder? Ja, ja. Frau Wasmuth, haben Sie vielen Dank, dass Sie gleich den Mut hatten, uns mit Ihrer Erfahrung zu schildern und auch so ein Stück schon zumindest anzudeuten, wie man mit auch diesen schwierigen Gedanken dann auch umgehen kann. Also ich habe schon zwei relativ starke Impulse aus Ihren Gesprächen jetzt mitgenommen. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, in Ihrer Sendung zu sein. Guten Tag, Herr Hofmeister. Guten Tag, Herr Knu. Ja, hallo. Ganz kurz zu meiner Person, damit das auch nicht so mirakulös bleibt. Mhm. Ich bin 58 Jahre, lebe im Rheinland, bin alkoholkrank, durchlaufe therapeutische Maßnahmen. Und was mir zusehends klarer und bewusster wird, ist diese Fähigkeit zu entwickeln, bei mir selbst und bei meinen Empfindungen zu bleiben, ob sie jetzt gut sein mögen oder schlecht. Und nicht diese Erfahrung, die ich über viele, viele Jahre, Jahrzehnte gesammelt habe, dieses Selbstabwerten, dieses Sich-Niedermachen, dieses Empfinden von Unfähigkeit, das ein Stück weit auch dazu beigetragen hat, mich dem Suchtmittel zu ergeben, weil man da ja doch dann relativ kurzzeitig die Stärkegefühl und Überlegenheit entwickelt, was ja, aber dann... Ja. Doch in der Katastrophe auch enden kann. Ja, was mir auf diesem Weg sehr geholfen hat und auch hilft neben allen therapeutischen Unterstützungen und Maßnahmen, ist die Meditation, weil ich für mich da mir fast am nächsten bin, in der Zeit der Ruhe Gefühle und Empfindungen wahrzunehmen und auch die Gelassenheit zu entwickeln, selbst wenn ich in so ein Rad komme, mich abwerten zu wollen, das nochmal klarer sehen kann. Ja, ja, ja. Also ich meine, das Selbstmitgefühl, worüber wir jetzt hier sprechen und das, was Sie machen, Meditation, das hängt natürlich total nah, ist natürlich ganz nah aneinander dran. Weil worum es geht, ist, sich der eigenen Empfindungen bewusst zu sein, das haben Sie ja ganz am Anfang auch gesagt, und auch in die Fähigkeit zu entwickeln, dabei bleiben zu können. Weil wir können ja in der Regel nicht dabei bleiben. Wir haben eine unangenehme Empfindung, nehmen wir mal an, wir fühlen uns einsam oder wir sind traurig oder wir haben Angst oder wir sind beschämt. Und dann fällt uns irgendwas ein, um davon wegzukommen. So, und dem Alkoholiker, dem fällt natürlich ein, wenn ich die Bierflasche aufmache, dann habe ich das Gefühl nicht mehr. Aber alle anderen, wenn wir richtig ehrlich sind, müssen wir sagen, machen das ja auch. Die anderen stellen den Fernseher an oder... essen mehr oder gehen shoppen oder das Prinzip ist immer gleich. Ich schaffe es nicht, bei einer Empfindung zu bleiben, die gerade nicht so angenehm ist und tue irgendwas, damit ich das nicht fühlen muss. Wie ist denn das jetzt bei Ihnen in der Meditation? Gelingt es da, dabei zu bleiben? Ich bin in ständiger Bemühung. Ja, ja, sind wir alle, ich auch. Ja. Es ist gut, in ständiger Bemühung. Es geht immer besser. Aha, ja, ja, ja. Es geht, also es ist natürlich auch ein lernendes Verfahren. Also das bei sich bleiben, das Empfindungen, das Kommen und Gehen lassen, ist einem vielleicht nicht immer in die Wiege gelegt. Also mir ist es auf jeden Fall nicht und für mich ist es ein Lernen und auch zum Teil auch ein Arbeitsprozess. Ja, also nicht im Sinne von Sklaventätigkeit, sondern von frei gewählter,
auch kreativer Selbstarbeit. Ja, ja, und ja. Ich merke da, also für mich, ich muss dazu sagen, ich bin selbst psychiatrisch tätig. Ja. Also ich arbeite in der Psychiatrie und bin, glaube ich, sogar über meine Erkrankung sehr froh und sehr dankbar, weil sie mir im Rahmen, also im Verlaufe der Gesundung, die Möglichkeit gibt, heute ganz anders durch meine Selbstsicht auch die Empfindungen und Gefühle anderer wahrzunehmen. Ja, 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 natürlich. Also es bleibt nicht nur, also ich kreise nicht um mich selber ausschließlich und fange an, so ein Egozentriker zu werden, sondern ich merke, wenn ich bei mir bleibe, öffnet sich Sensorik auch für andere Dinge, auch für andere Menschen, auch für andere Empfindungen. Ja, ja. Die gelassener wahrzunehmen und empathischer, klarer zu sein, sich auch Dinge zu trauen, auch zu widersprechen, funktionieren für mich nur, wenn ich bei mir selber bin und mit mir auch gnädig umgehe. Ja, das ist Selbstmitgefühl. Gnädig mit sich umgehen können, sich etwas verzeihen, freundlich zu sein, liebevoll mit sich umgehen zu können. Dieses Harte, oder manchmal ist es ja sogar sowas Gnadenloses, ja, also so würden wir mit niemandem umgehen, wie wir das mit uns machen, ne? Noch mehr antreiben, ja, und wir würden, wenn wir zum Beispiel Eltern wären, wir wüssten ganz genau, wenn ich mit meinem Kind so umgehe, wie ich mit mir umgehe, dann da wird nichts Gutes bei rauskommen, also der kriegt keinen guten Start in sein Leben, also wir wissen eigentlich, das tut nicht gut, sondern schadet, und es ist trotzdem unglaublich schwer, davon loszukommen, ne? Ja. Wir müssen später nochmal auf diesen interessanten Aspekt, den der Gesprächspartner jetzt eingebracht hat, auch selber nochmal intensiver eingehen. Nämlich, wie das eigentlich zusammenhängt, das Selbstmitgefühl, und dann auch, Sie sagten eben, dann öffnet sich sozusagen auch etwas für andere hin. Also man wird plötzlich auch sensibler für andere. Das müssen wir später nochmal vertiefen. Das interessiert mich, wie das zusammenhängt. Aber zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, denn wir haben noch eine weitere Gesprächspartnerin, die wir in dieser Runde reinnehmen wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Himmelfahrtsabend, dann wahrscheinlich noch ein bisschen mit uns hier am Radio. Danke für Ihren Anruf. Ich bedanke mich. Und tschüss. Ich begrüße jetzt Frau Häuser. Sie wartet schon eine kleine Zeit in der Leitung. Einen schönen guten Abend Ihnen. Guten Abend. Ich habe gerne gewartet, ich habe interessiert zugehört. Mhm. Ging es Ihnen wie uns? Was bringen Sie also ein? Ich will jetzt mal, da waren viele schöne Ansatzpunkte, wo man eigentlich drauf eingehen könnte. Bleiben Sie aber bei sich. Sie haben ja einen Impuls gehabt, was Sie einbringen wollten. Das ist dann immer ganz gut. Dann nicht, dass, ja, genau. Dass die Hörerinnen und Hörer sagen, es ist ja schon vieles gesagt worden und dann Ihren Aspekt. Denn oft entstehen dann doch noch andere Gedankenwege. Ja, ich will einen ganz anderen gehen. Ich bin 68 Jahre alt. Das war ein Hauptproblem für mich. Diese Selbstkritik und diese Ungeduld mit mir und dieser Perfektionismus. Ich habe als Kind schon auf der letzten Seite, es gab noch keinen Killer, einen Fehler gemacht, habe das ganze Heft neu geschrieben. Ja, also so schlimm. Ja, und das ja. Mein ganzes Leben und das mit einer großen Familie. Und das ging natürlich nicht gut. Also ich habe dann auch gebastelt, zeitweise sogar mit Alkohol und so weiter. Aber mittlerweile, so seit circa 2 Jahren, deswegen rufe ich an, weil ich allen Mut machen möchte, die das Problem kennen, die darunter leiden, nicht aufhören, dran zu arbeiten. Man kann das schaffen. Also mir geht es jetzt 2 Jahre richtig gut. Und was hat geholfen? Was war hilfreich für Sie? Also unter anderem hatte ich gelesen, also dieses Bild habe ich jetzt auch ständig vor mir, wenn ich ungeduldig sein will mit mir. Das ist eine buddhistische Geschichte. Da baut ein Mönch in einem Kloster eine Mauer. Hat das noch nie gemacht. Aha. Und 2 Steine sitzen total schief. Und er hat eine Stinkwut, möchte das Ding am liebsten abreißen. Und dann führt er öfters Besucher mal durch das Kloster. Und aber nie an diese Mauer. Und irgendeiner läuft halt dann doch dran vorbei, da will er ihn gleich rum da wegführen und er bleibt aber davor stehen. Und dann weist er ihn darauf hin, ja, die ist nicht gut geworden, da die 2 Steine stehen völlig raus. Und dieser weise Mensch hat dann zu ihm gesagt, 998 Steine sitzen wunderbar und 2 sind eben schief. Und da soll man einfach mal drüber weggucken. Mhm.
Und das fand ich unheimlich gut. Also jeder hat Fehler, aber man soll die nicht überbewerten. Bei anderen ist man auch nicht so kritisch, bei sich selber immer am dollsten, ja. Ja, und da wird ja auch sichtbar, wie heftig dieser Perfektionismus ist, oder? 998-2 und ich bin nur mit den beiden beschäftigt und mit den anderen überhaupt nicht und denke, ich muss das ganze Ding nochmal aufbauen. Genau. Ja, ja. Und seit ich da so auf diesem, also für mich sehr guten Weg bin, der Herr vorhin sprach von Meditation, ja. Ich weiß nicht, ich mache das ein bisschen anders, ich schnapp mein Foto und gehe damit durch die Gegend. Und also seitdem, ich kann jetzt wirklich ins Bett gehen und wenn alles schief läuft, bin umgezogen. Das war Katastrophe, absolute. Ich kann dann abends ins Bett gehen und kann sagen, gut, das hast du heute nicht geschafft, das hat nicht geklappt. Morgen ist ein neuer Tag, probier es neu. Ja, ja. Also Sie sind viel gelassener geworden, heißt das. Viel gelassener. Und dadurch hat sich mein Freundeskreis auch wieder erweitert. Mich grüßen manchmal, also ich gucke jetzt nicht glücklich durch die Welt, wenn ich da rumlaufe, aber keine Ahnung, es passiert mir immer wieder, dass mich einer anschaut und einfach grüßt, obwohl er mich gar nicht kennt. Ja, ja. So, also diese Resonanz, dieses Wechselspiel anderen gegenüber, dann auch, was ich jetzt so spüre, was ich so sonst nicht so zugelassen habe, weil ich ja mit mir und meinen Schlechtigkeiten beschäftigt war. Ja, ja. Und es ist so, ja, sagen Sie? Ja. Ja, und ich bin da ja viel offener jetzt, ja, dadurch. Ja. Und es ist so, wenn wir gelassener werden, wir sind mehr mit innerer Ruhe verbunden, wir sind mehr mit Frieden verbunden, wir sind mehr mit Freude verbunden. Und das ist für unser Umfeld natürlich hochgradig attraktiv. Das finden andere Menschen sehr angenehm, weil die gerne auch ein bisschen von dieser Energie hätten. Und das Gegenteil ist ja dieses strenge, harte, manchmal fast schon verbitterte, angespannte, ja, mhm. Schultern nach oben, Zähne aufeinander beißen. Und, ja. Und das macht demjenigen, der das hat, keinen Spaß und den anderen auch nicht. Aber die anderen lassen sich wahnsinnig gerne anstecken. Das ist oft so ein schönes, ich habe so schöne, im Alltag so schöne Begegnungen. Mhm. Unterhaltungen, dass man einfach auch mal jemand, wenn man merkt, dass man mal sich traut, jemand anzusprechen. Und also das ist jetzt so ein Geben und Nehmen. Mhm. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich das jetzt da noch auf den letzten Drücker so geschafft habe. Oh, ganz schön. Häuser, das ganz ist schön. Ja witzig. Sie sind 68 und sind auf dem letzten Drücker. Also das, ja, weiß man nicht. Ja, das weiß man nicht. Ich glaube, die Lebenserfahrung gibt Ihnen, glaube ich, noch viele, viele Chancen, sich noch weiterzuentwickeln. Vielen Dank, dass Sie uns hier in dieser Sendung ein gutes, positives Beispiel gegeben haben. Mir fällt dieser alte Spruch ein, wer sich selbst nicht riechen kann, der stinkt auch den anderen. Klar. Und das haben Sie ja weit hinter sich gelassen. Lassen Sie uns auch noch mal einen ganz kleinen Input geben. Was ist denn Selbstmitgefühl? Was wäre Ihnen jetzt, Sie haben sich damit ein ganzes Buch lang beschäftigt, vor allen Dingen wichtig dazu zu sagen? Also es gibt eigentlich drei Elemente, die sehr wichtig sind, um Selbstmitgefühl besser verstehen zu können. Das erste, wir nennen das Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet eigentlich, ich kriege überhaupt mal mit, wie geht es mir, wie ist mein Befinden. Ne? Aha, ich freue mich gerade. Aha, ich bin gerade traurig. Ja, es ist irgendwie eine schwierige Lebenssituation. Ich bin gerade in einer Trennungssituation beispielsweise. Und ich traue mich wirklich zu fühlen, was los ist. Nämlich, ich erlebe das als total schrecklich, dass die Familie gerade auseinandergeht. Das nennen wir Achtsamkeit. Das zweite nennen wir gemeinsame menschliche Erfahrung. Gemeinsame menschliche Erfahrung bedeutet, ich bin nicht alleine damit. Den anderen geht es ja auch so. Das, was ich erlebe, ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht etwas, was nur ich kenne, sondern fast alle oder alle anderen Menschen auch. Und das ist sehr wichtig, dass wir erleben, ich bin nicht alleine damit, weil sonst kommt sofort die Selbstverurteilung. Wenn ich denke, ich hab's vermasselt, ja, dann ist Tür und Tor offen für die Selbstverurteilung. Wenn ich aber sehe, das ist eine normale menschliche Sache, andere kennen das auch, das gehört zum Leben dazu. Das haben schon Hunderte von Generationen von Menschen erlebt und jetzt erlebe ich das gerade auch. Dann gibt es keinen Grund für die Selbstverurteilung. Und das Dritte ist die Selbstfreundlichkeit.
Das ist einerseits, dass wir freundlich mit uns sprechen können, dass wir einen freundlichen inneren Dialog führen können, diesen kleinen Bagatellunfall, von dem ich da vorhin gesprochen habe, dass wir uns sagen können, okay, das passiert einfach mal. Ja? Und auch auf der Handlungsebene. Und das fängt schon bei ganz kleinen Sachen an, dass ich mitkriege, was brauche ich eigentlich? Ja? Ich habe eine Klientin, die hat eine sehr harte Art, mit sich umzugehen. Und jetzt im Winter hat sie ganz oft die Heizung nicht angemacht und saß in der kalten Wohnung. Und wenn man lange in der kalten Wohnung sitzt, das geht automatisch auf die Stimmung. Ne? Also auf der Handlungsebene zu gucken, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Was würde mir gut tun? Ich brauche jetzt einfach mal eine Auszeit. Ich brauche jetzt mal eine Pause, die ich mir schon den ganzen Tag nicht mehr gegönnt habe. So etwas zum Beispiel. Mhm. Vielen Dank, Andreas Knuf. So ein paar grundsätzliche Aspekte an der Stelle auch nochmal so zusammenzufassen. Einiges von dem, was Sie angesprochen haben, ist in den Gesprächen hier am Feiertag ja auch schon angeklungen. Und damit noch mehr anklingt, begrüße ich jetzt die nächste Anruferin, die diese Nummer gewählt hat, zu uns ins Studio 069 155 6126. Es ist Frau Meier. Ihnen einen schönen guten Abend. Guten Abend, die Herren. Guten Danke Abend. Fürs Warten. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. So sind wir. Aber bringen Sie mal das ein, was Sie angeregt hat, hier bei uns anzurufen. Ja, also mit dem, was Menschen bewegt, was Menschen machen, wo ihre Probleme sind, habe ich mich in meiner zweiten Berufshälfte befasst, vorwiegend mit Jugendlichen. Aber das bleibt nicht aus, dass die Erwachsenen dann da auch mit reinfunken. Und ich muss vorausschicken, ich bin der Meinung, dass man nicht nur das ist, was man sich denkt oder was man so meint, nun tun zu müssen, sondern man ist ja auch ein Produkt seiner Erziehung und seines Umfelds zu Hause. Und ich bin sehr, meine Eltern waren nicht, ich kann doch nicht mal sagen, dass sie streng waren oder böse waren oder irgendwas. Sie waren nur konsequent. Weiß war weiß und schwarz war schwarz. Punkt. Und mein Vater hat immer, wenn ich den gefragt habe in der Schule, da hat er gesagt, denk doch drüber nach, das kriegst du alleine raus. Und diese Konsequenz, immer wieder auf sich zurückgeworfen werden, das hat mich zu einer sehr konsequenten Haltung generell gemacht. Ja, ja. Und ich habe allerdings ein Plus. Das war mir früher natürlich in Jugendjahren und nicht bewusst, aber meine Mutter hat in den letzten Jahren, denen sie lebte, gesagt, einen großen Vorteil hast du. Du kannst gut alleine sein. Und dieses Alleine sein hat mich dann auch in der Zeit, als mir die Probleme Mandanten, Leute, die ich da betreut und beraten habe, die Probleme hat man ja nicht immer, wenn man noch dazu in Frankfurt lebt, an der Garderobe abgeben können. Und das ist mir in den Rücken gezogen. Ich war also dann immer verspannt und hatte sehr starke Schmerzen. Ja. Ich habe dann zwei Ärzte unabhängig voneinander beschäftigt, weil ich dann doch mehr an Spritzen gebraucht habe, um über die Runden zu kommen. Und als ich dann aus dem Beruf ausgeschieden bin, wobei ich nicht nur meinen Beruf gemacht habe, sondern wir hatten einen Berufsverband, ich glaube, der lebt heute noch, ich bin ja über 80, waren in der Landesgruppe im Vorstand und im Bundesvorstand. Ja. Das heißt also auch einiges an Wochenendarbeit. Mein Beruf hat mit sich gebracht, dass man auch Abendsdienst hatte. Und ich hatte meine Eltern lebten in der Nähe von Frankfurt, hat meine Mutter sich dann ihren Traum erfüllt, einen größeren Wochenendgrundstück, Garten anzuschaffen. Und wer hat am Wochenende mitgeschafft? Ich. Und ich hatte also den Garten, ich hatte hier dann einen Garten. Mein Hobby, alle Sachen ist ein Hobby, mir war das gar nicht bewusst. Das war Arbeit, die gemacht werden musste. Hm. Und und dann... Da zieht sich sowas durch das ganze Leben durch. Das geht durch. Immer durchs Leben. Ich musste immer mithelfen. Ja, ich bin ja vor dem Krieg geboren. Unmittelbar während des Kriegsendes, 1945, ist mein Bruder geboren worden.
Darf ich Sie was fragen, von dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben? Da haben Sie gesprochen von dieser Konsequenz Ihrer Eltern. Ja. Und jetzt würde mich interessieren, die Haltung, mit der die das gemacht haben, war das eine harte Haltung oder war das eine freundliche Haltung? Eine sachliche, völlig sachlich, nüchtern. Ja. Wir sind eine, das ist noch nicht mal die Familie allein, ich komme aus Südthüringen, die sind alle so nüchtern. Ja, und hat es da auch was Liebevolles gegeben? Ja, sicher. Aha. Nicht immer so, wie ich mir das gewünscht habe, aber sicher. Ich habe mir eine Puppe mit Menschenhaaren gewünscht. Die gab es dann im Krieg nicht mehr, weil es keine Menschenhaare mehr gab. Und da habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, dein dicker Zopf ist noch da. Den hat sie nicht genommen und in die Fabrik, wir kommen ja aus einer Spielwarenstadt, und hat es da machen lassen, sondern ich bekam eine normale Schildkrötenpuppe. Mhm. Ich frage nach, weil... Dieses Selbstmitgefühl, das gebären wir ja nicht aus uns heraus, sondern das hat ja was mit unseren Erfahrungen zu tun. Genau. Das ist auch das, was Sie am Anfang gesagt haben. Ja. Also wir brauchen ein Umfeld, was eine freundliche, liebevolle, annehmende Haltung hatte. Ja gut, es waren meine Großeltern. Aha, ja, beide. Ja, genau. Ja, genau. Also die waren, das wurde da auch nicht so ausgedrückt. Als ich ganz klein war, so mit 2, 3, 4 Jahren, hatte mein Großvater noch einen Kosenamen für mich und später war ich dann halt nur noch, ja, und das habe ich aber nicht so empfunden. Ich wollte ja auch erwachsen sein. Ja, ja. Aber von denen haben Sie sich richtig geliebt gefühlt? Ich kann nicht sagen, dass ich von meinen Eltern irgendwie nicht geliebt wurde. Ja, ja. Nur, das war ihre Auffassung. Das sind ja auch Menschen, die auch ihre Vergangenheit haben und die auch ihre Elternhäuser haben. Und jeder erzieht so, wie er erzogen wurde. Tut mir leid, da sitzt ein Psychologe, der ist vielleicht inzwischen einer anderen Meinung, aber nach meiner Beobachtung ja. Mhm. Es ist eine Spur, die sich durch das Leben zieht, Frau Meyer. Sie haben das gut beschrieben und Sie haben dafür anfangs diesen Begriff des Konsequenten genutzt, der ja auch einerseits was Positives hat, andererseits was Negatives. Also es sind so die beiden Erbschaften, die man hat. Frau Meyer, ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihren Input hier in der Sendung. Nur, ich bin noch nicht beim Kern meiner Sache. Moment. Dann müssen Sie sich noch ein bisschen beschleunigen. Ja, was macht jemand, der plötzlich nur sich liebt und die Umgebung erstmal ein Stück von sich wegrutscht? Das ist doch das. Ja, und aber das kann es nicht geben. Wenn ich heute am Radio sitze und eine Sendung höre und nicht putze und Nachmittag ruft jemand an, wir sind in Frankfurt, können wir kommen, dann sage ich, nee, bei mir sieht es aus wie bei Hempels unter der Bett. Ah, das macht doch gar nichts. Ja, eben, und das muss man können. Genau. Und das muss man lernen. Hm. Und alles andere nützt nichts. Man muss damit leben können und man muss... da auch konsequent sein. Ja, ja. Es gibt auch ein Missverständnis mit Selbstmitgefühl, das ist oft, dass es so etwas mit Egoismus oder und so. Selbstmitleid. Oder Selbstmitleid zu tun hat, genau. Und das ist es überhaupt nicht, weil wenn man freundlich mit sich ist, das ist eine ganz spannende Sache. Dann ist man oft. Aber das muss man üben. Ja, und dann ist man oft wie zwangsläufig auch freundlicher mit dem Umfeld. Ja, und natürlich bin, wenn ich mit jemandem zusammenkomme, die Freundlichkeit selbst. Wenn ich durch die Straßen gehe, was die Dame sagt, werde ich von jungen Leuten angelächelt. Aha. Und es grüßen mich auch welche, die ich überhaupt nicht kenne. Das kenne ich auch. Das ist die Ausstrahlung. Frau Meyer, haben Sie vielen Dank. Ich muss jetzt ein ganz kleines bisschen unfreundlich sein, ja, obwohl Sie so freundlich sind. Also, ich wünsche Ihnen was. Ja, Dankeschön. Ihnen auch. Ihnen auch. Und ich begrüße jetzt noch, die nehmen wir noch mit rein, die Frau Preuß, die auch schon eine Zeit wartet. Einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, schön, dass Sie gewartet haben, aber jetzt sind Sie dran. Ja, guten Abend Ihnen beiden und allen Hörern. Ich wollte noch mal kurz, eigentlich schließt sich ja die Sendung gut an die Sendung mit Frau Redemann an vor ein paar Wochen. Ja. Weil ja diese Anerkennung und das Mitgefühl mit sich selbst ja ganz wesentlich, das kam gerade auch mit dem sozialen und häuslichen familiären Umfeld zusammenhängt. Mhm. Und ich finde so die Generation, ich glaube die Leute, die jetzt angerufen hatten, sind alle so Nachkriegs- beziehungsweise Kriegsgeneration, die letzte.
Und da war ja Pflichtgefühl, Kontrolle, Disziplin waren ja die großen Zauberworte und der Aufbau. Und kaum Zeit für die Kinder. Das hat natürlich auch wieder was Positives, aber auch viel Negatives. Lob gab es selten. Es war alles selbstverständlich, was gemacht wurde und wie die Kinder mit einbezogen wurden. Und ich glaube, aus diesem familiären Umfeld ist ganz viel entstanden in dem Gefühl, was jeder für sich selbst hat. Ich muss ganz viel machen, damit ich überhaupt jemand bin und Anerkennung kriege. Mhm. Aber die Anerkennung ist nach außen gerichtet. Nach außen gerichtet. Und ich muss die Anerkennung von außen dann auf mich wieder projizieren können, damit ich überhaupt was wert bin. Und dieses Mitgefühl ist, finde ich, ganz, ganz, ganz schwach ausgeprägt in der Generation so 50 bis 70. Und an meinen Kindern habe ich das so, die sind jetzt 30 bis 35, habe ich das so gemerkt. Ich bin alleinerziehend, hatte auch nicht so viel Zeit, aber es war so, dass ich ihnen schon viel Lob mitgegeben habe und auch so das Gefühl, ja, ich liebe euch, es ist eine ganz andere Gesprächsebene da, ja, aber trotzdem ist diese Generation auch verunsichert durch diese Arbeitsplatzsuche, durch die Rentenbedingungen, durch diese äußeren Dinge, die sie beeinflussen, von dem Staat nicht gewollt zu sein, vielleicht in der Familie gewollt zu sein, aber in dieser Gesellschaft keinen richtigen Platz zu finden. Und ich denke, dieses tiefe innere Selbstgefühl zu kriegen und Mitgefühl für sich selbst ist abhängig davon, wie in der Familie mit den Kindern umgegangen wird. Und das wollte ich einfach nochmal der Großelterngeneration, also meiner Generation mitgeben, dass wir ganz wichtig sind für die Enkelkinder und dass die jetzige Elterngeneration einfach ein Umfeld schafft, wo liebevoll miteinander umgegangen wird, auch was Fehler angeht, die ja auch nicht so gravierend sind, dass irgendwas ganz Schlimmes da passieren muss. Ja, ja. Und das finde ich so wichtig aus meinem Leben, um so einfach persönlich noch was zu sagen. Also ich bin gegangen bis zur Krebserkrankung und jetzt hatte ich auch gerade wieder eine Situation, wo wirklich so alles um mich zerbröckelt ist. Ja. Und da habe ich so gedacht, kann es eigentlich noch schlimmer kommen? Aber inzwischen habe ich so ein inneres Gefühl entwickelt, es wird sich lösen. Es wird dieser Punkt kommen, dass ich sagen kann, hier, ich bin es irgendwie wert, dass was anders wird. Und da ist auch, finde ich, das um Hilfe bitten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Um Hilfe bitten ist ein Prozess, der auch mit dem Mitgefühl mit sich selbst was zu tun hat, weil um Hilfe bitten ist ja, geht ja nur, wenn ich mir selbst was wert bin und wenn ich auch denke, dass ich anderen was wert bin. Das Interessante ist, wenn man dieses Selbstwertgefühl und das Selbstmitgefühl, wenn man das miteinander vergleicht, da wird sehr viel drüber geforscht im Moment. Es gibt viele, viele Studien dazu. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich Ihnen gerade erzählen wollte. Mann. Kein Problem. Jetzt muss ich einen Moment warten, ob er nochmal wiederkommt. Herr Hofmeister, die Fäden liegen hier im Studio rum und die greifen wir dann gleich nach der nächsten Musik noch auf. Frau Preuß, ich danke Ihnen zunächst mal auch für diese Anregung und die Tatsache, dass die Kriegsgeneration da mit ihren Sekundärtugenden und die oft ein bisschen hart daherkamen, es schwer hatte, das haben Sie gesagt. Aber die Frage ist eben, ob die gegenwärtige Generation ist in einem Umfeld, gesellschaftlichen Umfeld, wo es ja auch sehr stark um Werte geht und wo man eben sehr starken Anforderungen ausgesetzt ist, ob es denen wirklich besser geht mit diesem inneren Selbstverurteilung, das ist so die Frage. Jetzt habe ich den Faden wieder. Herr Knuff hat den Faden gefunden. Ja, also er ist wieder da, weil Sie das gesagt haben mit diesem Hilfe annehmen. Das Interessante ist, Menschen, die ein hohes Selbstmitgefühl haben, die freundlich mit sich umgehen können, die können Hilfe annehmen. Und Leute, die ein hohes Selbstwertgefühl haben, die können das nicht so gut, weil die schnell Angst haben, wenn ich das nicht alles alleine kann, wenn ich das nicht alles alleine auf die Reihe kriege, dann wird mein eigenes Selbstwertgefühl kippelig, weil ich die Überzeugung habe, ich bin derjenige, der mein Leben im Griff hat und der das packt. Das heißt, sobald wir in eine Situation kommen, wo wir Unterstützung von außen brauchen, das geht eigentlich nur, wenn wir freundlich mit uns umgehen können, weil sonst können wir das überhaupt nicht in Anspruch nehmen.
Darf ich noch einen Satz sagen? Ich würde es Ihnen ungern versagen, deshalb erlaube ich es. Ich glaube, wir dürfen nicht so unfreundlich sein. Also ich finde, so ein Vergleich von Kulturen finde ich ganz toll. So, wir haben ja hier bei uns dieses in der christlichen Lehre dieses eine Leben und müssen da alles reinpacken. Alles Gute, damit ich dann in den Himmel komme. Ich verkürze jetzt einfach. Bei den Buddhisten ist es anders. Ich glaube, der Karmapa hat mit 8 Jahren dieses Genresi als sein das Mitgefühl als sein erstes Gebet, was über Stunden dauert, gebetet. Und es ist ja auch so, dass die Buddhisten eine ganz andere Form des Mitgefühls entwickeln, weil sie eben sagen, wenn ich Mitgefühl entwickle, reift meine Seele. Und in der nächsten Inkarnation bin ich dann anders. Ich bin keine Buddhistin, aber ich finde, der Lebensansatz ist in der christlichen Lehre so, ja, entleert, weil dieses, ich muss ganz gut sein, damit ich in den Himmel komme, ist ein schwieriger Ansatz, um Mitgefühl zu entwickeln. Das nur nochmal so als... Ja, Frau Preuß, vielen Dank dafür. Ich glaube, das werden wir auch gleich nochmal aufgreifen, denn da gibt es auch Überlegungen von Herrn Knuff dazu in seinem Buch, Sei nicht so hart zu dir selbst. Vielen Dank und es fiel mir wirklich schwer, Sie zu unterbrechen, weil es absolut interessant war, Ihnen zuzuhören. Tschüss. Herr Knuff, Sie sprechen davon, dass das Selbstmitgefühl etwas ist, das man trainieren kann und trainieren soll. Sie sprechen sogar von einem Selbstmitgefühlsmuskel. Den muss man bekanntlich trainieren. Den muss man trainieren, und ja. Und das geht auch. Ich spreche davon, weil wir meistens eine andere Vorstellung davon haben, wie Veränderung geschieht. Meistens ist die Vorstellung nämlich, ich nehme mir etwas vor. Das ist so etwas Einsichtsorientiertes. Ja, man versteht irgendetwas und dann weiß man, aha, das sollte ich ja eigentlich machen und dann tut man das. Das Problem ist nur, das funktioniert nicht. Mhm. So funktioniert Veränderung nicht. Veränderung geschieht auf eine andere Art und Weise, nämlich darüber, dass wir sehr konsequent in eine Art Übungslager gehen, ja, also an einem Thema dranbleiben, sehr konsequent Dinge tun, die diese Fähigkeit, jetzt in diesem Fall freundlicher mit uns selber umzugehen, auch schmerzhafte Erfahrungen tragen zu können, wahrzunehmen, was überhaupt da ist, die diese Fähigkeit fördern und entwickeln. Eigentlich ist es so, dass wir Menschen das sowieso schon wissen, dass die großen Veränderungen nicht über Einsicht zustande kommen. Ja, es hat noch nie jemanden gegeben, der eine neue Sportart gelernt hat über Einsicht oder eine neue Sprache gelernt hat über Einsicht. Wir lernen eine neue Sprache, indem wir die Grammatik lernen, indem wir Vokabeln büffeln, indem wir anfangen, erste Sätze zu sprechen, indem wir Dinge wiederholen, ja, repetitiv, immer wieder. Ne? Von Meditation war schon die Rede und so ähnlich ist es beim Selbstmitgefühl auch. Es gibt bestimmte Übungen, es gibt Selbstwahrnehmungsschulung, wann ich mich wieder verurteile. Es gibt Hilfestellungen, sich zu überlegen, was wäre denn jetzt eine mitfühlende Haltung in dieser Situation. Es gibt bestimmte Selbstmitgefühlsmeditationen sogar. Und wenn ich das immer wieder mache, dann stärke ich sozusagen diesen Muskel für Selbstmitgefühl. Wir wissen heute sogar, weil wir leben im Zeitalter des Gehirns und wo wir ins Gehirn schauen können und durch Geräte nachgucken können, was ist da eigentlich los. Und wir wissen zum Beispiel, dass Leute, die an einem 8-Wochen-Training teilnehmen, wo sie Mitgefühl und Selbstmitgefühl lernen, dass es bei denen Veränderungen im Gehirn gibt. Mhm. Wir wissen aber leider auch, dass die wieder weggehen, wenn man nicht mehr übt. Okay. Das weiß jeder, der Yoga macht. Ja, man macht häufiger eine bestimmte Asana und man kann von Tag zu Tag zugucken, wie der Körper flexibler wird. Und dann lässt man das eine Woche bleiben und am Ende der Woche ist man schockiert, dass man die Vorwärtsbeuge überhaupt nicht mehr hinkriegt. Als Sie eben hier ins Studio kamen, Herr Knuff, da hat bei Ihnen das Handy so einen Gong ausgelöst und wir haben kurz dann drüber gesprochen und es ist ja, glaube ich, auch so, dass selbst Sie, also ich sag mal jemand, der sich Jahre schon mit diesem Thema beschäftigt, immer noch in der Übung ist, auch was dieses Selbstmitgefühl angeht. Was hat dieser Gong, den Sie da gelegentlich oder regelmäßig in Ihrem Handy abspielen lassen, zu sagen? Meine Erfahrung ist, wir brauchen eine Erinnerungshilfe,
eine Erinnerungshilfe für Achtsamkeit, eine Erinnerungshilfe für Selbstfreundlichkeit. Wenn ich zum Beispiel meinen Klienten sage, erinnere dich doch 10-mal am Tag daran, dass du dich fragst, wie du jetzt freundlicher mit dir umgehen könntest. Oder auch was ganz Einfaches, erinnere dich doch 10-mal am Tag daran, dass du einfach mal kurz innehältst, mal kurz durchatmest, einmal bewusst einatmest und einmal bewusst ausatmest. Und wenn dann der Klient nach einer Woche kommt und ich frage ihn, ja, wie war denn das mit der Erinnerung? Dann sagt er, Mensch, ich habe mir das so vorgenommen, aber ich habe es leider vergessen, weil es gibt nämlich immer wichtigere Sachen zu tun und wir kennen das alle, der Stress des Alltags und viele Sachen, die wir erledigen müssen und deshalb brauchen wir eine Erinnerungshilfe. Und das kann so ein Gong sein, der uns daran erinnert, das können aber auch ganz andere Sachen sein. Ja? Also ich habe einen Klienten, der immer wenn der sich auf einen Schreibtischstuhl setzt oder das Telefon klingelt, dann macht er so einen kurzen Moment des Innehaltens. Das ist jetzt noch nicht Selbstmitgefühl, das ist eher Achtsamkeit, aber das sind erste kleine Schritte in diese Richtung. Hm. Sie haben relativ viele konkrete Hilfen auch für solche Selbstmitgefühlsübungen im Alltag in Ihrem Buch, wie wir uns mit Wohlwollen und Freundlichkeit begegnen können. Ein Vorschlag, den Sie da auch aufbringen, ist zum Beispiel, sich liebevolle Sätze zu sagen. Schildern Sie mal, wie da der Zugang ist. Also ich schlage eigentlich drei Übungen vor. Es macht nach meiner Erfahrung keinen Sinn, wenn wir 20 Übungen kennen. Ja, es ist viel besser, wenn wir einige sehr gut kennen und da dranbleiben. Und die erste Übung, die ich vorschlage, ist, sich immer wieder zu fragen, gibt es etwas, wofür ich mich gerade verurteile? Und wenn ja, was ist das eigentlich? Also das ist der Versuch, dieser Selbstverurteilung mehr auf die Spur zu kommen. Ja, also ich frage mich, ich bin in einer ganz normalen Alltagssituation und frage mich, gibt es etwas, wofür ich mich gerade verurteile? Und dann halte ich ein bisschen inne. Aha, ich verurteile mich dafür, dass ich das und das immer noch nicht gemacht habe. Und ich hatte mir doch vorgenommen, heute Vormittag die ganzen E-Mails zu beantworten. Und jetzt ist es 12 und ich bin erst mit der Hälfte fertig geworden. Da ist schon die erste Selbstverurteilung. Das müssen gar nicht spektakuläre Sachen sein. Das sind so ganz viele kleine Formen der Verurteilung. Ja? Ich verurteile mich gerade dafür, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen verspannt sitze und vielleicht nicht ganz so gelöst, wie ich mir das wünschen würde. Ja? Also das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wenn ich freundlich mit mir umgehen würde oder wenn ich selbst mitfühlend mit mir umgehen würde, was würde ich dann jetzt tun in dieser Situation? Ja, und dann bin ich vielleicht in einem anstrengenden Tag und dann geht vielleicht der Gong und ich stelle mir die Frage, wenn ich freundlich mit mir umgehen würde, was würde ich dann jetzt tun? Aha, ich würde mir jetzt endlich mal einen Tee kochen, weil ich nämlich schon seit 2,5 Stunden keine Pause mehr hatte und sogar vergessen habe, auf die Toilette zu gehen. Ja, auch wieder so was ganz Kleines. Ne? Und dann gibt es noch eine dritte Übung, die ist gedacht für Situationen, wo es wirklich schwierig ist, also wo wir wirklich in einer leidvollen Erfahrung sind, wo irgendetwas ganz für uns gerade Schwieriges passiert ist. Ne? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Man hat einen Konflikt gehabt bei der Arbeit, einen Konflikt mit einem Kollegen, man ist richtig aufgeregt. Ja? Man ist vielleicht sogar nach diesem Konflikt, vielleicht ist es sogar ein bisschen lauter geworden, fast schon innerlich so ein bisschen zittrig. Und dann wäre die Übung, dass man sich sagt, das ist ein schwieriger Moment, das gehört zum Leben, solche schwierigen Momente zu erleben. Anderen geht das auch so, ich bin nicht alleine damit und ich brauche mich nicht dafür zu verurteilen. Mhm. Ja, und meine Erfahrung ist, wenn diese Übungen, wenn man da dran bleibt, wenn man das immer wieder macht, dann kommt man diesen Selbstverurteilungen besser auf die Spur, dann kriegt man eine viel bessere Ahnung davon, was Freundlichkeit in diesen kleinen Alltagssituationen eigentlich bedeuten könnte. Das sind sehr konkrete und auch sehr, sehr alltagstaugliche Anregungen, finde ich. Und etwas, dem man tatsächlich dann auf der Spur bleiben kann, ohne dass man jetzt riesige Programme abspult. Ein Aspekt dabei ist ja, dass man eben wahrnimmt, zum Beispiel, ich verurteile mich im Moment und das einfach so sein lässt. Also
die Gefahr oder das, was häufiger passiert, ist dieses Wegdrücken auch von negativen Erfahrungen oder von negativen Empfindungen. Dieses Wegdrücken, da haben Sie den Eindruck, da haben Sie geschrieben, das sei ein richtiger Energiefresser. Erläutern Sie das einfach nochmal ein bisschen, was es bedeutet, eben nicht Ja zu sagen zu dem, was eben an Verurteilung in mir ist, sondern es eben weghaben zu wollen. Also ich sage manchmal, wir leben in einer Gesellschaft, wo es fast schon so eine Glückssucht gibt, also wo man gut drauf sein muss. Ja? Wenn gerade etwas schwierig ist, nehmen wir mal an, ich bin einfach traurig über irgendetwas, was jetzt so den Tag über passiert ist. Vielleicht hat es einen Konflikt in der Familie gegeben. Ich habe mich mit meiner Tochter gestritten oder so. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich kann achtsam und mit Selbstmitgefühl die Traurigkeit wahrnehmen. Mensch, das ist aber auch, verdammt nochmal, warum haben wir uns da so streiten müssen? Hätte das denn wirklich sein müssen? Das ist ja so schade. Ich liebe meine Tochter über alles und jetzt streiten wir uns. Das ist die wünschenswerte Variante natürlich, die uns gut tut. Was wir aber im Alltag oft machen, ist, wir versuchen, den Schmerz wegzudrücken. Schmerz wegzudrücken ist, wir versuchen so zu tun, als sei eigentlich gar nichts. Ja, so schlimm war das doch auch wieder nicht. Oder wir beißen die Zähne aufeinander. Das machen wir in der Regel, um das Gefühl nicht fühlen zu müssen. Und es ist eine ganze Menge geforscht worden zu diesem Thema. Und die Studien sagen, das braucht sehr unglaublich viel Energie, wenn wir diese Gefühle wegdrücken. Und die werden nicht schwächer, wie wir das erhoffen, sondern die werden sogar noch stärker. Ich vergleiche das manchmal mit, wenn man versucht, einen Luftballon unter Wasser zu drücken oder versucht, eine Tür zuzudrücken. Man kann sich das vorstellen, man versucht, einen Luftballon unter Wasser zu drücken, das gelingt einem auch eine gewisse Zeit, aber irgendwann packt der Muskel das einfach nicht mehr. Und so ist das mit den Gefühlen genauso. Wir können eine gewisse Zeit lang die Gefühle wegdrücken, aber irgendwann melden die sich. Und dann landen wir meistens in einer psychischen Schwierigkeit. Dann können wir depressiv werden oder brauchen irgendein Suchtmittel, um damit zurechtzukommen, weil dann ist das Gefühl einfach zu viel. Dann halten wir es wirklich nicht mehr aus, weil dann haben wir nicht nur das gegenwärtige Gefühl, sondern auch noch diese ganzen Gefühle, die wir in den letzten Wochen, Monaten und Jahren nicht gefühlt haben. Ja, guten Abend. Guten Abend, hallo. Ich begrüße Sie und Sie wollen einen Beitrag liefern zu unserer Sendung, der was mit Kreativität zu tun hat. Da bin ich gespannt. Ja, also ich habe halt festgestellt über meine Erfahrungen, dass ich über die Kreativität die Möglichkeit habe, meine Seele auszudrücken und damit auch eine Form von Selbstmitgefühl entwickeln kann. Das heißt, wenn ich in der Situation bin, dass es mir nicht gut geht, dann nehme ich mir zum Beispiel Stifte oder Farben und Papier und dann male ich ein Bild, in dem ich ausdrücke, wie es mir geht und das schaue ich mir dann an und spüre da so rein, was da jetzt so mit mir los ist. Wunderbares Beispiel. Und das kann ich sehr schön, kann ich das dann mir anschauen. Und was halt für mich wichtig ist, ist, dass ich eben dieses Bild, was da rauskommt, nicht beurteile, wie wir das so aus der Schule kennen oder aus dem Kindergarten. Da ist ja das Ergebnis oftmals beurteilt worden, sondern das einfach anzunehmen und zu sagen, das darf so sein, wie es ist. Das drückt jetzt mein inneres Seelenleben aus. Ja, ja. Und dann kann ich natürlich noch ein zweites Bild malen und kann zum Beispiel sagen, so, wie möchte ich es denn jetzt gerne haben? Wie möchte ich mich denn fühlen? Wie möchte ich denn, in welchem Zustand möchte ich denn irgendwann dann auch mal wieder kommen, wenn es mir halt nicht gut geht? Und da so vielleicht eine Vision oder irgendwas für mich entwickeln. Aber erstmal geht es prinzipiell darum, dass die Seele sich ausdrückt. Da gab es ja schon in den 80er Jahren Literatur drüber, dass die Problematik die ist, dass wir unheimlich viel aufnehmen und dass unsere Seele sich eigentlich gar nicht mehr ausdrücken kann. Also dass das ganze Aufgenommene eigentlich gar nicht wieder rauskommt, sondern das wird irgendwo tief abgespeichert im Unterbewusstsein und drückt dann und macht dann einfach auch eine ganze Menge blöder Gefühle, blöder Gedanken. Ne? Innerer Kritiker ist ja schon angesprochen worden. Unzufriedenheiten, Ansprüche an sich selber, man müsste die Beste sein und alles toll machen und perfekt machen. Und ich bin da ganz weg von diesem Thema perfekt sein müssen. Ich habe sogar ein Bild dazu gemalt, was bei mir in der Wohnung hängt. Don't be perfect. Das war sozusagen fast so wie eine Stimme aus dem höheren Selbst oder wie man das immer nennen möchte. Einfach zu sagen, ich muss überhaupt nicht perfekt sein, weil im Universum gibt es nämlich keinen Perfektionismus.
Ne? Also das Universum ist Chaos, ja, und da gibt es keine Perfektion. Und das ist, glaube ich, irgendwo eine Erfindung der Menschen, die sehr analytisch, rational unterwegs sind und meinen, sie müssten alles perfektionieren. Ja? Also wenn diese Welt hätte perfekt sein sollen, dann hat Gott ganz offensichtlich irgendwas Grundlegendes verkehrt gemacht, oder? Genau, genau. Ja. Diesen Gedanken hatte ich auch schon, dass ich so dachte, also Gott ist auch nicht... Da ist dann irgendwas ganz schief gelaufen. Genau, Gott hat auch Fehler gemacht. Und das Interessante ist ja, wenn man kreativ ist, merkt man, dass da manchmal Dinge passieren, die man vielleicht gar nicht so geplant hat, ne? Wenn man da irgendwie was konzeptionell entwickelt. Ne? Aber manchmal ist das auch gerade richtig so. Und da sind ja auch tolle Innovationen draus entstanden, wenn man Fehler gemacht hat. Ne? Diese Post-its zum Beispiel, die es da gibt, das war ja eigentlich auch ein Fehler. Ja? Und die haben sich dann ja im Nachhinein als was ganz Tolles herausgestellt. Ja, ja. Und insofern glaube ich, dass wir so fehlerhaft, wie wir so sind, im Grunde genommen auch einfach Teil der Schöpfung sind und ein Puzzlestein in Gottes Schöpfung. Und es darf schon alles so sein, wie es ist. Für mich ist das natürlich spannend, was Sie da erzählen mit dem Malen, weil was beim Malen passiert ist, Sie geben dem Fühlen der Empfindungen einen Raum, weil Sie malen ja nicht nur, sondern Sie sind, während Sie malen, in der Empfindung drin. Und was, was dann passiert ist, die Empfindung kann auf eine total gute Art verarbeitet werden. Deshalb Kreativität, ne, für alle Menschen, die zum Beispiel in schwierigen Lebenssituationen sind, zum Beispiel in einer Trauersituation, jemand ist verstorben, kann man das total empfehlen. Ne? Schreib Gedichte, mal, je nachdem, wo du einen Zugang zu hast. Weil wenn du das tust oder wenn du dir das nochmal anschaust oder das Gedicht liest, dann bist du immer von den Empfindungen berührt und dann drückst du die Empfindungen eben nicht weg, wie ich das da vorhin beschrieben habe mit dem Luftballon, den man da versucht unter Wasser zu drücken. Ne? Vor allen Dingen ist das Malen das halt, ja. Sie wollten gerade halt noch etwas anfügen. Genau, was halt einfach auch schön ist, wenn man auch zum Beispiel in der Lage ist zu schreiben. Es gibt ja auch nicht so viele, die richtig gut schreiben können, aber wenn man in der Lage ist, seine Gefühle aufzuschreiben, ich schreibe ja über viele Jahre schon Tagebuch, dann kann man auch einen interessanten Dialog mit seinem inneren Kritiker führen. Also ich mache dann immer ich nehme die DIN-A4-Blatt und mache dann so einen Strich und dann lasse ich dann den inneren Kritiker mal auf der einen Seite schreiben, erzählen, was der jetzt alles so zu meckern hat. Und dann kommt dann so der wohlwollende Coach oder die wohlwollende innere Mama oder was auch immer, die das dann kommentiert, so nach dem Motto, naja, ist doch nicht so schlimm, darf doch auch mal sein, ist doch auch mal eine spannende Erfahrung, das Leben ist ein Experiment, man muss sich ausprobieren oder man kann sich ausprobieren und immer neue Erfahrungen machen und wachsen, so verstehe ich jedenfalls das Leben. Ich meine, das ist natürlich eine wunderbare Übung, die Sie da beschreiben, weil was da ja passiert ist, man kämpft nicht gegen diesen inneren Kritiker, der hat ja sogar einen Raum, der darf sich da ja mitteilen, ne? Aber sie stärken die andere Stimme. Ne? Das ist Selbstmitgefühl, ja. Diese freundliche Stimme, die sagt, Moment mal, ich muss doch nicht perfekt sein, wenn die Welt hätte perfekt sein sollen, dann hätte man das ganz anders gestalten müssen, ja. Die Menschen sind sogar oft liebenswerter, wenn sie nicht perfekt sind. Oder je nachdem, was dann so ein positiver innerer Dialog wäre, ne? Aber das ist eine wunderbare Übung, um Selbstmitgefühl zu fördern. Das ist für mich auch interessant, weil Sie jetzt uns zwei Beispiele genannt haben für so eine Kultur der Gefühle, dass man eben auch im Umgang steht mit seinen Gefühlen, dass das kein unbekanntes Land ist, etwas, das man noch nie betreten hat, sondern dass es da eben eine Nähe gibt. Vielen Dank für diesen Input in unsere Sendung und ich möchte jetzt auch noch jemanden begrüßen, der eine Zeit lang schon gewartet hat, Frau Sieber-Piontek. Schönen guten Abend Ihnen. Ja, guten Abend. Guten Abend. Was haben Sie mit dieser Sendung für eine Erfahrung gemacht? Ich glaube, ich habe 2, 3 einfach passende Trümpfe. Trümpfe ja, sogar. Ich war total berührt. Der Zeitpunkt dieser Sendung hätte für mich nicht passender sein können. Eine Stunde davor habe ich mich verweigert, diesem inneren Schweinehund, und habe gesagt, nein, ich muss sehr dringende Dinge tun. Nein, das machst du nicht. Du machst etwas ganz Freundliches. Das mache ich jetzt schon 2,5 Stunden, fühle mich sehr gut und kann hinzufügen, es sind vielleicht erst 2 oder 3 Monate, dass ich in der Lage bin, den Satz, der da schon 5 Jahre an meiner Tür hängt, und jetzt denke ich mehr an mich. Den kann ich also seit 2, 3 Monaten ausführen. Und heute kriege ich die Bestätigung vom Radio, also rundum, das höre ich ja, hallo, du machst es ganz richtig.
ich bin ja alleine mit mir und diesem Schweinehund oder diesem Nörgler, ne? Und weiß dann immer nicht, darf ich noch einen zulegen oder muss ich mich jetzt wieder beugen oder sonst wie. Mhm. Aber ich dann entnehme aus der Sendung, nee, das mache ich schon ganz gut und das hat mir ja noch gefehlt. Das freut uns sehr schön, Frau Sieber-Biontek, dass Sie hier die Bestätigung fanden. Und haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Kluff, das ist doch auch genau das, was ein Stück das Anliegen ist, dass Sie eben gesagt haben, es geht mir nicht nur alleine so. Also es ist eine Erfahrung, diese Selbstverurteilung, dieses Leiden unter zu hohen Ansprüchen, dieses sich selbst niedermachen. Das Mitgefühl für mich selbst öffnet mich eben auch für die anderen in einer ganz anderen Weise. Also wenn ich selbst Mitgefühl habe, dann bin ich verbunden mit den anderen. Das Gegenteil wäre Isolation. Ja. Also auch zum Beispiel Selbstwertgefühl macht eher Isolation, weil beim Selbstwertgefühl, da sehe ich eher, was mache ich, was kann ich toll, wo bin ich erfolgreich, wo bin ich besser als die anderen, weil Selbstwertgefühl hat immer was mit Vergleich zu tun. Ne? Aber sobald ich im Selbstmitgefühl bin, sehe ich, es geht nicht nur mir so, es geht den anderen auch so. Ich fühle mich verbunden mit den anderen. Und das hat, das ist unglaublich, was das für Effekte hat, dieses verbunden zu sein. Ne? Ich habe eine Zeit lang mal Selbsthilfegruppen begleiten dürfen, Selbsthilfegruppen von psychisch kranken Menschen, weil ich lange mit psychisch kranken Menschen gearbeitet habe. Und das hat mich immer wieder sehr beeindruckt, was da passiert. Da sitzen dann 10 Menschen zusammen und unterhalten sich über ein bestimmtes psychisches Problem, zum Beispiel ein depressives Erleben, was alle 10 da kennen, und tauschen sich einen Abend darüber aus. Und am Ende des Abends habe ich ganz oft gehört, dass die Leute sagen, Mensch, jetzt geht's mir irgendwie besser. Da bin ich ja so erleichtert zu hören, dass nicht nur ich das habe oder dass es nicht nur mir gerade schlecht geht, sondern dass da jetzt gerade noch 2 andere in der Gruppe sind, die auch kämpfen und so. Ich gehe mit einem viel besseren Gefühl raus, als ich reingekommen bin. Und das ist ja spannend, weil was ist denn da passiert? Die äußere Situation ist ja kein Millimeter anders geworden, dadurch, dass ich einen Abend in die Selbsthilfegruppe gehe und mich mit 10 Leuten darüber austausche, welche Probleme wir haben. Aber was passiert ist, ich bin aus der Isolation rausgekommen. Mhm. Ich bin nicht mehr alleine, ja, weil zum Beispiel in der Depression, ich bin schnell in der Isolation, dann ziehe ich mich auch noch zurück, dann gehe ich nicht mehr unter Leute. Ne? Und dann nimmt das Schicksal sozusagen seinen Lauf. Aber so eine Selbsthilfegruppe, deshalb erzähle ich das jetzt gerade, ist halt ein wunderbares Beispiel, um zu sehen, welche Kraft in dieser Verbindung steckt. Mhm. Und vielleicht noch einen Satz gerade dazu. Das Problem bei uns ist, die wirklich schwierigen Dinge, über die tauschen wir uns oft nicht aus. Das heißt, wir kriegen von den anderen gar nicht mit, was die erleben. Aber von uns kriegen wir es mit. Wir haben ja, von uns haben wir die Innenperspektive, von den anderen haben wir die nicht. Und dann denken wir schnell, ich bin alleine damit. Stimmt aber nicht, den anderen geht es ganz genauso. Aber der Austausch darüber findet nicht statt. Wir kennen das alle, dieses Gespräch, wie geht's? Danke, gut und selber, das ist schnell vorbei. Ja, oder wenn, dann wird vielleicht mal recht oberflächlich, meistens eher oberflächlich über schwierige Sachen gesprochen. Aber dass ich wirklich mal über die ganz heiklen Themen spreche, über Abgründe, über Verzweiflung, über, es kann mich sogar zu Selbstmordgedanken führen, hat jemand ja vorhin gesagt, das findet ganz selten statt. Mhm. Sei nicht so hart zu dir selbst, mehr Mitgefühl, Selbstmitgefühl ins Leben bringen. Andreas Knuff hat uns heute Abend mit diesem Anliegen in Kontakt gebracht und wir haben dazu, wie ich fand, beeindruckende Lebenserfahrungen gehört. Und es ist eben auch ein Ort gewesen, jetzt diese Sendung, diese knapp 2 Stunden, wo man mal auf diese weiche Seite, über die man eben sonst vielleicht nicht so spricht, mal gemeinsam gegangen ist und sich ausgetauscht hat. Herr Knuff, im Grunde, das ist nur eine letzte Frage so zum Thema selbst. Mitgefühl ist es ja eigentlich gar kein Gefühl, sondern es ist eine Haltung, schreiben Sie. Ja, es ist kein Gefühl. Der Begriff ist total verwirrend, ja. Bei Anselm Grün habe ich gelesen, der spricht von Selbstbarmherzigkeit. Das ist ein Begriff, der auch ganz schön ist. Nee, Selbstmitgefühl ist kein Gefühl. Das ist eine innere Haltung, eine Motivation, sich selber gegenüber, die sich durch das ganze Leben durchzieht. Hm. Denn wenn man auch irgendwann mal den Eindruck hat, ich habe es geschafft, der sollte sich eher nicht einstellen oder das sollte man eher auch nicht anstreben, dass man sagt,
Selbstmitgefühl, jetzt habe ich es. Jetzt bin ich fertig, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, und dann wartet man meistens nicht so lange und dann erwischt es einen wieder. Nee, nee, wir sind alle im Ringen darum. Jeder tut das und das ist auch gut zu wissen, dass es nicht die gibt, die damit durch sind und die, die es noch vor sich haben, sondern dass wir da alle im gleichen Boot sitzen. Hm. Ja, mir bleibt jetzt noch das Buch von Andreas Knuf Ihnen ans Herz zu legen. Ich habe es mit roten Wangen gelesen. Also es ist etwas, das wirklich einen treffen kann. Sei nicht so hart zu dir selbst. Selbstmitgefühl in guten und in miesen Zeiten. So ist der Titel dieses Buches. Es ist im Kösel Verlag erschienen. Es ist auch ein Arbeitsbuch im Grunde. Man hat also viele Möglichkeiten, mit diesem Buch zu arbeiten. Es sind immer wieder konkrete Arbeitsaufgaben angegeben. Also sei nicht so hart zu dir selbst, das Buch im Kösel Verlag. Und es ist irgendwie auch befreiend zu lesen, weil man ja tatsächlich angeleitet wird, dort auf Abstand zu gehen zu seinen negativen Selbstbewertungen. Und weil man eben spürt, wie wohltuend diese Kräfte sind, die das Selbstmitgefühl auslöst. Danke, Andreas Knuf, für diesen Besuch im Studio und für diese spannende Sendung. Gute Heimreise nach Konstanz.